Zum Wohl. Stolz prostet Ninorda Bano den Menschen zu. Die Syrerin wurde am Mittwoch in Trier zur Weinkönigin gekrönt. Erst vor 3 Jahren kam die 26-Jährige als Flüchtling nach Deutschland und übernimmt jetzt in ihrer neuen Heimat ein traditionsreiches Amt. Also ich weiß, als geflüchtete Person, dass es sehr schwer ist, am Anfang hier in einem neuen Land zu integrieren. Man muss erst die Gesetze des Landes und die Traditionen hier zu verstehen und danach zu üben. Deswegen möchte ich Botschafterin, damit ich auch üben und auch hier in Deutschland integrieren kann und vielleicht für die anderen Flüchtlinge. In Syrien hatte die aramäische Christin Jura studiert. In Trier beginnt sie im September eine Ausbildung bei der Agentur für Arbeit. Die örtliche Winzervereinigung um den Vorsitzenden Peter Terges will mit ihrer Krönung ein Zeichen setzen. Viele sagen, wir schaffen das nicht. Wir, Deutschland, wir schaffen das. Und sie schafft das, als hervorragende Botschafterin im Wein zu werden. Ninorda Bano freut sich auf die neue Herausforderung. Sie möchte nicht nur Botschafterin für Integration sein, sondern den Trierern auch etwas zurückgeben. Ich möchte Dankeschön für Deutschland sagen, dass Deutschland mich aufgenommen hat. Und ich möchte auch erzählen, wie Trier eine sehr schöne Stadt ist und auch wie die Trierer wunderbare Leute sind. Ein Jahr lang wird Bano jetzt ihre neue Heimatstadt, die Menschen und natürlich den Wein repräsentieren.